Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe nachgelesen wegen Demeteros und man kann das jetzt noch gar nicht fangen. Man triggert das einfach nur. Und ich muss hier auf dieser Route irgendwie nach Osten. Südlich des Himmelsturms nach Osten. Das ist hier eigentlich. Vor allem klatschnass. Die Oma ist eine Sekunde draußen nass. Auch deine Jugend schützt dich bei dem kalten Regen nicht vor einer Erkältung. Willst du einen Teller Suppe? Sehr gerne. Suppe mit richtig viel Gemüse. Absolut köstlich. Die gesamte Ernte wird von diesem endlosen Regen zunichte gemacht. Nachts trifft man es im Norden. Gut zu wissen, also vielleicht werde ich danach mal suchen. Das ist auf jeden Fall nicht der Hof eines Boreas, da bin ich mir zu 100% sicher. Okay, also ich weiß, im Norden. Ich jetzt einfach mal spaßeshalber. Norden. Gucken wir mal. Ich hab hier Route 8 und Route 9. Ich hätte mal einfach schnell durchflitzen. Einfach so. Jetzt ist nur die Frage, ist das immer nur auf einer Route oder ist das halt auch in den Gebieten? Aber hier ist kein starkes Unwetter. Okay. Dann gehen wir mal nach Twindreik und gehen nach links wieder raus. Und schauen mal nach. Also eigentlich würde nämlich Boreas auch nochmal als neuen Encounter zählen, egal welche Route. Weil es ja eigentlich ein Static Encounter ist. Guck mal, was ist hier? Okay, da darf ich noch nicht rein. Gut. Sehr jetzt lustig, wenn es auf Route 10 wäre. Ist es aber nicht. Gut. Dann. Ach Gott, dammit. Stimmt, gegen den habe ich ja nicht gekämpft. Ups. Und Stabilität. Das machen wir doch mal mit Tempoid Blood. Ich glaube, das hat sogar eine Psycho-Attacke gehabt. Oh nein, das ist Verhöhner. Oh nein, ich bin vergiftet.
Wablu. Nein. 666. Petznief. Was hat er nochmal? Ach, ein Petznief. No. Okay. Dunkles Gras, ich komme. Das ist eigentlich ein Static. Es ist eigentlich ein Dupe. Weil ich habe ja schon. Wie heißt Tanpingyo? Schade. Das ist Doppelkampf. Ja gut, da fällt ja die Wahl ziemlich leicht, was ich fangen werde. Nehme ich auf jeden Fall das Morabel. Hab ich das nicht schon? Mann, jetzt muss ich mal grad was gucken. Dankeschön, Windows. Nee, hab ich nicht. Stachelspor auf Morabbel. Und Tangela. Nicht gegessen. Obermon KS rein. Da kann ich Regentanz. Aber nee, besser nicht Regentanz. So, Tempo-Heb auf Tangela. Die Frage ist, tötet ein Weckruf Morabel? Ich weiß es nicht. Deswegen wechseln wir mal aus. Gut. Dann geht er schon mal weg. Dann machen wir einfach mal einen Tempo-Hieb. Und wechseln einfach aus. Ich will halt nur sicher gehen. Also ein Zoompex wäre halt schon echt fett. Okay, das ist mehr Schaden, als ich eigentlich gedacht habe. Nee, ich Bälle. Ich habe mir eine neue Meisterbrille gekauft. Meisterbrille. Seine kräftigen Beine geben ihm sicheren Halt. Es gräbt sich Dreck ein. Nein. Oh, stimmt. Da fällt mir ein Box 1. Ich muss ja noch Frigometri freilassen. Da fällt mir ja noch ein, ich muss das freilassen.
Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich hatte das ja nur abgelegt gehabt, weil ich ja dann wegen Lysander ein neues Pokémon reingeholt habe. Ich wollte gerade das Fahrrad ablegen. Und habe das voll verpeilt. Naja, solange ich es nicht nochmal benutze, ist ja nicht schlimm. Schwarzgurt Eduard, ein Tentoxa. Oh nein. Ich sollte ihm ja mal auswechseln. Oder wir machen die 44 noch voll. Das ist okay, Schaden. Ja. Das hat ein bisschen weh getan. Aber nur ein bisschen. Wow, und ich dachte, der Schnitzel hat viel Leben. Mach dieses verkackte Fahrrad weg. Oh nein, es ist bestimmt wieder ein Hutsasser. Wer hätte damit gerechnet? Gibt's ja auch noch normale Items? Ein Draco-Juwel. Ja, nice. Eine Roselbeere. Hey, nice. Gott, wie viele Trainer sind denn hier? Raschel. Okay, das sieht mir aus nach Stahl. Ich meine, nach Metall. Metall-Pokémon. Tempo-Heb. Also jetzt sitzt so ein bisschen haarig, was die Attacken angeht. Oh ja, geil, Schutzschild. Beste. Da gönne ich mir erstmal. Aber was ist das noch mit Doppelschutzschild? Ein Rizeros. Ja, sauber. Na gut. Diese Runde geht an dich, Wieland. Ja, Surfers hat einfach so unendlich stark. Willenslaser. Ahnt Bewegungen des Ziels voraus, um zu gewährleisten, dass die nächste eigene Attacke trifft. Willenslaser. Slaser, genau, wer kennt nicht den Slaser? So, aber jetzt gehe ich nochmal kurz zurück von dem Fahrrad schnell. Okay, da ist noch ein Gebäude. Wir gehen jetzt erstmal nach links wegen den Items, die da noch sind. Oder wir gehen nochmal den Weg da nach oben, weil das ist ein One-Way. Was ich irgendwie voll verpeilt habe. Manchmal bin ich nicht ganz so, nicht ganz da, wo ich sein sollte. Wow, wow, wow. Tech Blaster. What? Was ist das denn? Hä? Amanda feuert ein Lichtgeschoss auf das Ziel ab. Der Typ der Attacke hängt von dem des Moduls ab. Das
Gene Sekt. Deoxys? Es müsste Deoxys sein, ne? Mit den Modulen. Oh, geil. Ein Finsterstein. Gut. Juckt halt einen neu gar nicht. Item Radar. Oh nein, wer hätte das gedacht, dass es ein Hutsasser ist? Oh nein, es ist ein Tarnpignon. Oh, Mensch. Selbst wenn Hutsasser jetzt nicht als Dupe zählt, hätte ich mir nicht gefangen. Schwer. Was? Ein Schwerschiff? Was? Schwerschiff. Oh nein. Wer hätte gedacht, dass es ein Tarnpignon ist? Ich dachte, das reicht. Wie komme ich denn da hoch? Bestimmt da lang. Eine Sinelbeere, die mich um 10 KP heilt. Ja, Mann. Weil 10 KP auf der Siegesstraße mich retten werden. Gut, wobei, wenn man es so jinxt, ne? Stopp. Zeit haben wir noch. Machen wir mal den Mutex nach vorne. Der sollte eigentlich nicht so schwer zu leveln sein. Selbst gegen Ass-Trainer. Also ich muss noch hier, fällt mir gerade ein, in meiner Liste, das Morabel eintragen. Ein Vipitis. Oh nein. I'm paralyzed. Turbo-Tempo. Wäre schade, wenn ich eine Prio-Attacke hätte, ne? Mensch, so ein Pech aber auch. Traumfliel. Traumfliel. Los, benutzt Knirscher gegen das Traumfliel. Tschüss. Das hätte ich überlebt nie im Leben. Nicht mit einem Machtband? Macho-Band? Also mal kurz gucken, wie das Item heißt. Kann man denn... Ja, hier Bericht. Wahlband, genau. Machtband, Macho-Band, Wahlband. Herzschuppe. Oh, nice. Jetzt komme ich die zweite. Du willst bestimmt auch kämpfen, so wie du da stehst. Ich habe schon viele Trainer gesehen. Du hast dieses gewisse Etwas. Das gewisse Etwas, das wahrscheinlich bei dir irgendwas in der Hose regt. Oder einfach nur ein Tentara. Ach, ich bin nochmal noch paralysiert. Verdammt. Wow. Boah. Das ist so ein ekliges Geräusch. So, dann Statusheilmittel. Easy für Vergiftung. Maron Schlaf. Frost. Verbrennung. Ich habe sogar zwei Top-Beleber. Ich denke die ganze Zeit,
nee, Bruder. Eis-Pokémon hält nichts aus. Aber das ist ja kein Pokometri. Also, ich denke mal, Arceus hält da ein bisschen mehr aus. Beziehungsweise unser Meo. Ja, da müssen wir aushalten. Ui. Pinsir. Oh oh. Oh nein. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Blutzuck. Weil Blutzuck ja schon irgendwie ein bisschen niedlicher aussieht. Erstmal ein Feuerschlag. Erstmal anzünden. Oh, es brennt. Wow. Ja. Wenig Tech Blaster. Einsetzen. Gut, das müsste jetzt die Siegesstraße eigentlich sein, ne? Ordenskontrolle. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir da rein, weil ich werde mich vorher nochmal heilen gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wissen und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.